So, sind Monster gespawnt. Gucken wir mal. Wo geht's raus? Am besten mal hier. Hier gehen wir auch selten. Ah, wir haben noch einen Weg, wo wir überhaupt ganz selten lang gehen. Das ist der hier. Da gehen wir ganz selten lang. Und dann gehen wir mal. Gehen wir mal hier rum. Gehen wir mal hier rum und dann gehen wir mal da rum. Und dann gehen wir mal. Gehen wir mal hier rum und dann gehen wir hier mal runter. Runter, habe ich gesagt. Wo geht's denn runter? Natürlich nicht da, wo es hoch geht, sondern hier geht es runter. So, ja. Hier gehen wir mal schön runter. So. Wo ist jetzt der Vulkan? Hier sind wir am Marktplatz, da ist der Vulkan. Jetzt gehen wir hier noch runter. Dann müssen wir wieder hoch, natürlich auf den Vulkan. Und hier müssen wir auch noch mal was machen. Das ist ja auch noch eine ziemlich wüste Ecke. Okay, dann können wir also nachher, wenn wir vom Vulkan runtergegangen sind, können wir entweder durch die Wüste fliehen oder... Wir müssen da oben jetzt hin. Siehst du, da sind schon die ersten Monster. Hallo Schaf. Pass auf, hier wird es gleich gefährlich. Auch für die Monster wird es gefährlich. Dann können wir mal wieder... Hier sind wir jetzt. Hier haben wir ja noch ein bisschen Wasser. Ja, tun wir da mal unser Essen hin. Okay, das haben wir prima gemacht. Wir haben jetzt gar keine Blöcke mitgenommen. Das ist dumm, denn wir brauchen noch ein paar Blöcke. Wir müssen also 4 Blöcke haben. Dann werde ich mal Folgendes machen. Wir werden mal hier abbauen und hier. Und hier. So, ein bisschen. Wir brauchen nämlich gleich noch 4 Blöcke, um hier uns hochzubauen. Ne, wahr? Also 3 haben wir schon. Wir haben 1 Stack, 2 Stack, 3 Stack, 4 Stack. Da bauen wir mal 5 ab. So, dann haben wir. Bauen wir uns hier mal hoch. Ja, es ist schon ewig lange her, liebe Leute, dass wir hier mal den Vulkan haben ausbrechen lassen. Es ist mal wieder so weit. Ich war unsere Geologen haben also festgestellt, dass der Vulkan wieder am Ausbrechen ist. Und dann werden wir ihn einfach mal wieder ein bisschen ausbrechen lassen. Wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen vorsichtig sein hier. Denn das ist ja dann doch recht gefährlich. Und dann schauen wir mal auf die Karte. Oder auf die Minimap. Kann man hier reinzoomen? Ja, man kann reinzoomen. Also dann zoome ich hier mal rein. Und dann gucken wir mal, wenn die Lava unten angekommen ist, dass wir dann weitermachen im Text. Also, dann haben wir doch ein schönes Vulkan-Thema für heute auch. Aber erstmal habe ich ein anderes Thema.
Und zwar die deutsche Nationalmannschaft. Nicht wahr? Wir haben ja als Deutsche, also wir nicht, wir haben ja nicht abgeschnitten. Wir sind auch nie Weltmeister, wir sind auch nie Papst, wir sind auch nicht ausgeschieden. Sondern die deutsche Nationalmannschaft ist Papst ein Deutscher, ist deutsche Nationalmannschaft ist Papst prima. Das wird der Titel. Das wird der Titel. Also, die Deutschen, ein Deutscher wurde Papst. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wurde Weltmeister oder vor 4 Jahren. Oder die deutsche Nationalmannschaft ist ausgeschieden. Wir nicht. Wir können da gar nichts dazu. Wir freuen uns nur mit und wir trauern, wenn sie ausscheiden oder wenn sie nicht ausscheiden. Ja, okay. Alles klar. So, und jetzt soll wieder einer schuld sein, der Ärmste. Die beiden türkischstämmigen in der Nationalmannschaft, Gündogan und Özil, haben sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ablichten lassen mit einem Fußballtrikot. Und ja, wie ich jetzt gehört habe, haben die beiden türkische Berater, sollen sie ja haben, ja? Ist ja egal, von mir aus auch chinesische oder uruguayanische Berater ist wurscht. Holländische, Luxemburger, völlig egal. Aber ich muss als verantwortungsvoller Spieler, muss ich auch selber wissen, was ich mache. Die haben sich in die Falle der Die haben sich von den Beratern, die haben gesagt, oh, das ist doch toll, jetzt du hast türkische Wurzeln, das wäre doch toll, wenn du jetzt mal hier für deine Familie und so weiter. So, jetzt sind wir da schon unten angekommen, ja, so ungefähr. Die Lava ist ziemlich weit unten, da können wir jetzt mal das Wasser dahin pappen hier. Ein bisschen gefährlich mit dem Wasser, aber es hat geklappt. Dann warten wir mal, bis das Wasser unten angekommen ist und brauchen vielleicht noch mal ein oder zwei von den Dingern hier oder drei. Huch. Komme ich doch gar nicht mehr hoch. Doch, hier geht das noch. Okay. Die sind also da sind wir. Die sind also in eine Falle getappt, in die Falle ihrer Berater getappt. Ja. So ist das nun mal. Der hat also gesagt, ach ja, lasst euch mal ablichten mit dem, das ist schön für eure Familien. Toll, so. Und dann hat der Gündogan, ja, der Spieler, der hat sich ja dann nachher dazu geäußert, gesagt, ja, tut ihm leid und so weiter. Und der Özil, Mesut, ja, der ist halt nicht so, anscheinend nicht so eine selbstständige Persönlichkeit. Und hat erstmal vielleicht selber nicht wissen gewusst, was er da machen soll. Und hat auf seinen Berater gewartet, der vielleicht im Urlaub war oder weiß der Geier. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich halt erst nicht geäußert. Warum kann ich mich nicht äußern, ja? Wenn ich sage, okay, es tut mir leid, oder ich sage, ja, ich finde das okay, da ist meine Familie, ist in der Türkei, dann lasse ich mich halt mit dem Präsidenten ablichten, ob der jetzt hier nun ein lupenreiner Demokrat ist oder nicht. Ja, es gibt auch deutsche Bundeskanzler, frühere, die sich jetzt mit ähnlichen Leuten, die ein bisschen autoritär regieren, ablichten lassen und sagen, das sind lupenreine Demokraten. Das ist halt deren Meinung, okay, sollen sie es halt machen.
Aber dann muss ich auch dazu stehen. Ja? Ich habe eine Meinung, ich sage die und finde ich gut oder nicht. Wenn ich mich gar nicht dazu äußere, dann heißt das ja, jetzt hakt es ja. Ist klar, dass es hier hakt. Nicht wahr? Läuft ja jetzt alles voll Lava. Ja, mal schauen, ob wir uns hier, ob bei dem Ausbruch hier die Stadtmauer da angesenkt wird. Wir kommen da schon ziemlich nah dran. Ah, dauert jetzt ein bisschen. Es wird auch gleich dunkel, das ist aber egal. Hier die Lava erhält uns ja. Hier, da passiert ja nichts. Da werden da unten vielleicht Monster entstehen. Und da auf den Bergen, aber nicht hier auf dem Vulkan. Das werden sie nicht schaffen. Und wenn ja, dann werden wir ihnen die... Ja, es ist hart am Arbeiten hier. Es ist hart am Arbeiten. Ne? Und wir sind ja auf dem Server. Oder liegt das an Speicherplatz? Jetzt muss ich direkt mal gucken, dass ich hier mal auf den Speicherplatz schaue. Das kann natürlich auch da dran liegen. Also Eigenschaften der Aufnahme. Nee, Speicher ist noch genug da. Daran liegt es also nicht. So, dann haben wir jetzt mal... Da innen sind schon ein paar Monster entstanden. So, da haben wir jetzt unser Wasser. Dann wird das alles schön gelöscht und dann machen wir die nächste Etage. Ja, also der Mesut Özil ist halt einer, der anscheinend zum Werkzeug seiner Berater wurde. Ja, er hat keine eigene Meinung, so glaube ich das. Er weiß nicht, was er machen soll. Er ist relativ unsicher. Er ist ja, das merkt man auch manchmal an seinem Spiel. Ja, wenn es also wichtige Spiele sind, dann ist er halt nicht so gut, wie wenn es relativ unwichtige Spiele sind, sag ich mal. Aber er ist keine ausgereifte Persönlichkeit. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Ende 20, 30 oder was. Und er ist keine ausgereifte Persönlichkeit. Und gut, da gibt es viele Leute, die keine ausgereiften Persönlichkeiten sind in dem Alter. Das ist also nichts Besonderes. Aber, naja, also... Ist halt ein bisschen schade. Aber so ist er halt und da muss man ihn halt so nehmen. Der andere hat sich ja entschuldigt dafür. So, wie viel haben wir noch? Noch zwei Runden. Mal gucken, wie das hier dann mit den FPS wird. Also der Rechner heult ganz schön auf. Ja, das wird lustig hier, ne? Bin ich ja gespannt nachher beim Schneiden, wie das denn aussieht. Auf jeden Fall ist der Rechner ziemlich am Johlen im Moment. So, der nächste Versuch. Und damit haben wir den Kollegen Erdogan Özil einmal abgehandelt. Ich werde einfach mal oben an die Decke gucken. Aber das sollte eigentlich ja der FPS-Zahl nicht unbedingt zuträglich sein. Oder es ist der FPS-Zahl ziemlich egal. Gucken wir mal, was es hier mit den Monstern ist. Da unten sind
Monster entstanden. Okay. Die sehen mich alle nicht. Du wirst gleich verbrennen, du armes Monster. Dauert noch eine Weile. Da sind noch welche. Wir müssen nachher nur aufpassen auf die nicht verbrennen. Creeper, ne? Die anderen verbrennen ja. Das heißt, der verbrennt ja auch nicht. Der ist ja Hitze gewöhnt. Aber die anderen verbrennen. Wir dürfen auch nachts keinen Wettbewerb hier veranstalten. Da haben wir nämlich so ein paar Zuschauer, weil wir das natürlich nicht ausgeleuchtet haben. Ist ja klar, da ist sogar ein Enderman. Endermänner mögen ja kein Wasser. Was ist eigentlich, wenn sie in Lava kommen? Kann ich den angucken? Der sieht mich nicht. Ich würde es ja gerne mal testen. Okay, dauert noch einen Moment. Ja, dann wird das... da ist noch ein Skelett. Dann wird der Vulkan ein bisschen höher. Wir haben ja hier einen Schildvulkan vor uns. Ja, der wird immer weiter und höher aufgebaut. Gehen wir ein Stückchen nach vorne. Nicht, dass ich so am Rand stehe. Somewhere by the emerald sea, where the moon is